Hier steht der unerschrockene Sportler. Der BMW M4 Competition trägt die Handschrift von AC Schnitzer. Äußerlich unterscheiden ihn der markante Heckflügel und Luftleitelemente an der Front vom Serienmodell. Weitere Optimierungen stecken unter der nicht alltäglich gefärbten Karosserie. Die Farbe steht dem Auto echt gut. Also manche Männer, aber auch Frauen haben graue Haare, manche haben graue Autos. Passt. 590 PS sowie 750 Newtonmeter stammen aus 6 Zylindern. Geschaltet wird per 8-Gang-Automatik. Damit ist dies kein Standard-M4 mehr. 80 PS mehr und 100 Newtonmeter mehr gegenüber Serie. Kann kein Nachteil sein, oder? Also, ich denke, man wird es spüren. Es wird auch auf der Rundenzeit erkennbar sein. Und also, man sagt ja immer, Leistung kann man nie genug haben. Das stimmt nicht immer. Ne? Aber ich denke mal, hier wird es dann schon so sein, dass wir sagen, die Leistung können wir speziell hier in Mendig immer gut gebrauchen. Auf der Waage hat der AC Schnitzer BMW das gleiche Problem wie der Serien M4. Ein hohes Grundgewicht von mehr als 1,7 Tonnen. Wenn das Auto heute sehr gut läuft und auch Spaß macht, dann würde es mit 100 Kilo weniger noch mehr Spaß machen, das verspreche ich dir. Das war immer schon so. In der Vergangenheit bespaßten den Dynamikliebhaber Menzel mehrere 911 GT3 bei Fastlap. Die erste 991-Generation mit 475 PS, die zweite erstarkte auf 500 PS. Porsche schafft es, jedes Modell etwas schneller zu machen. So auch den 510 PS starken 992 GT3. Wir versuchen mal in dieses Revier der GT3-Fraktion hineinzuschnuppern. Ja? Wir wissen ja ungefähr, was Punkt 1, Punkt 2, Vorgänger, Facelift, drauf, runter, mit welchem Reifen. Wir haben da ja ungefähr eine Idee, was diese Autos können. Und dann gucken wir mal, ob wir da reinbeißen können. Außerdem verpasst die Aachener Schmiede dem M4 ein einstellbares Rennsportfahrwerk. Vorn liegt das Coupé etwa 4 cm tiefer, hinten sind es 3. Insgesamt stecken gut 34.000 Euro an AC Schnitzer Teilen im und am Auto. Doch genügt das, um den schweren Bayern auf das Leistungsniveau eines Porsche 911 GT3 zu hieven? Die Reifen geben einen Hinweis. Ein Michelin Pilot Sport Cup 2. Ja, in einer Dimension. Wo ist es denn? 285, 30, 20. Ich glaube, original haben die 275 an der Vorderachse. Das Rad ist noch mal breiter. Leck mich an die Füße. Nicht schlecht. Ja, und damit haben wir noch mal mehr Auflagefläche. Das 4,80 Meter lange Coupé wirkt optisch zwar etwas schwerfällig, aber es kaschiert das vergleichsweise hohe Gewicht von 1,7 Tonnen gekonnt. Er fährt sehr leichtfüßig. Also du hast bei diesem Auto, dadurch, dass der Reifen natürlich viel mehr Energie auf die Straße bringen kann, also in Form von Haftung und auch Lenkpräzision, hast du subjektiv sofort das Gefühl, dass dieses Auto 100 Kilo leichter wäre. Antriebsseitig steigert AC Schnitzer die Motorleistung per Steuergerät auf 590 PS. Damit übertrifft der Biturbobrecher einen Porsche GT3 und den Serien M4 locker. Zumindest, wenn es um die PS geht. Mann, 42. Du, das ist aber jetzt auch wieder so. Ich hätte jetzt gesagt, oh, ich glaube, die Leistung ist ähnlich wie Serie. Aber er ist ja 100 Kilo leichter. Deswegen jeder auch besser. Du hast das Gefühl, dass du in einem gewichtsreduzierten Auto sitzt. Im sportlichen Wettkampf packt der M4 den M-Dynamic Mode aus. Die Regelsysteme greifen noch ein, sie lassen der angetriebenen Hinterachse aber mehr Bewegungsraum. Halleluja, die Bremse beißt aber jetzt richtig zu, du. Bei der Grundabstimmung des M4 fällt auf, dass bei zügiger Gangart vieles in den Händen und Füßen des Fahrers liegt. Wenn du nicht gegenlenken würdest, ne? Alter, da würden wir uns hier so wegschmettern. Also diese Abstimmung hier, ne? Wie heißt das? M-Dynamic Mode.
Kollege, da musst du mitarbeiten, ansonsten hast du ein Problem. Aber es macht Höllenspaß, das ist cool. Und Phase 2 wäre jetzt eigentlich noch zu sagen, wir schalten alles ab. Es folgt der vollständige Verzicht auf elektronische Unterstützung. Im Kampf gegen die GT3-Mächte darf sich der getunte BMW nicht auf seiner Power ausruhen. Schön, ne? Ich will den Reifen nicht kaputt machen. Also er macht wirklich Spaß, muss ich loben, ist ein schönes Auto. Nur was ich mir wünschen würde, wäre eine Lenkung, die mir einfach noch mehr Rückmeldung bietet. Mensch und Maschine bereit für die eine schnelle Runde. Fastlap. Sein Gegner ist die Zeit. Der Schnitzer BMW transferiert seine Power über die Hinterräder sauber auf den Boden. Mit 175 km/h vor Kurve 1 hält er alle GT3 Porsche auf Distanz. Doch die Zuffenhausener Sportler schlagen im zweiten Eck zurück. Hier kann der M4 das Tempo nicht mitgehen. Doch die ersten Meter zeigen, das Aachener Powerpaket mit Münchner Wurzeln stellt sich der Konkurrenz furchtlos und vor allem schnell. 1,7 Tonnen Leergewicht kann der Schnitzer im Vergleich zum GT3 nicht verstecken. Der Elfer ist knapp 300 Kilo leichter. Doch beim Herausbeschleunigen sorgt der BMW Turbo Punch für Kompensation. Mehr als 200 km/h vor Kurve 7 beeindrucken. Es folgt die nächste Highspeed-Gerade, das Revier des M4. Je höher das Tempo ist, umso schwerer ist es, den Bremspunkt vor der letzten Kurve zu treffen. Christian bremst von mehr als 240 km/h auf weniger als 90 km/h ab. Muss der Porsche 911 GT3 um seinen Rang fürchten? Oder reißt der M4 sein Maul zu weit auf? Platz 32 für den AC Schnitzer M4. Die Serienversion ist locker geschlagen, aber der 992 GT3 behält die Oberhand. Dennoch? Ich bin überrascht. Er war nicht schneller, aber er hat sich nicht blamiert, weil man muss dagegenhalten, der GT3 in seiner aktuellen Form ist eine richtige Waffe, der geht mal richtig gut. Und wenn du da knapp dran bist, dann warst du nicht schlecht unterwegs. Wir sind gefahren mit ihm hier, eine 1.48.47 und mit dem 992 GT3 eine 1.47.16. Ja? Also wir reden hier von ungefähr 1,3 Sekunden. Jetzt muss man aber dazu gut erhalten, wenn wir jetzt mal die Vorgängergeneration nehmen würden, 9 und 1, ja, dann hat man es eigentlich in Aachen geschafft, den immer noch sehr aktuellen und auch sehr schnellen 9 und 1 Porsche Paroli zu bieten. Da ist man dann dran und kann da wirklich schon zu Recht auch sagen, wir fahren auf GT3-Niveau. Und die Sportwagenwelt hat einen Farbtupfer mehr, auch wenn der graue Klecks im ersten Moment wenig Abwechslung verspricht. Am Ende zeigt der Schnitzer M4 auf, dass es durchaus Alternativen zum roten Dynamikwunder aus Stuttgart gibt.